mit Labordaten bezeichne. Aus Ihrer täglichen Arbeit und aus dem Unterricht, den Sie bisher in den Schulen kennengelernt haben, sind Sie den Umgang mit diagnostischen Mitteln gewöhnt, die wir als die klinische Diagnostik bezeichnen. Das heißt, die klinische Diagnostik umfasst die körperliche Untersuchung des Patienten und auch die Erfassung der Krankengeschichte, der sogenannten Anamnese. Hierbei handelt es sich aber um nicht genau quantifizierbare Phänomene, das heißt um Symptome und Daten, die nicht genau zahlenmäßig erfassbar sind und die von daher auch nicht den Anspruch haben, dass man sie als objektive Daten bezeichnen kann. Im Gegensatz dazu stehen sogenannte laborchemische Untersuchungen. Diese geben zahlenmäßig erfassbare Werte zurück und damit lässt sich eine Krankheit objektiv nachweisen. Insbesondere lässt sich aber auch der Verlauf einer Krankheit sehr gut mitverfolgen an dem allmählichen Rückgang von veränderten Blutparametern zum Beispiel. Nun, Sie werden sehen, dass der Aufbau der Lerneinheit so gestaltet ist, dass mehr Wert auf umfassendes Verständnis der biologischen Funktion gelegt wurde, als auf übermäßige Beschäftigung mit den technischen Einzelheiten. Wir werden im Verlauf der Unterrichtseinheit auch eine Reihe von Krankheiten wiederholen, die Sie aus anderen Lerneinheiten bereits kennen. Bei unserer Lerneinheit, bei der es um laborchemische diagnostische Methoden geht, werden wir die Krankheiten eher streifen und im Zusammenhang mit diesen laborchemischen Untersuchungen erklären. Aber wir werden Wert darauf legen, auch ein umfassendes Verständnis für die biologischen Zusammenhänge der Organfunktionen und auch der Funktion des Blutes zu legen. Wir werden uns im Folgenden mit den sogenannten Körperpigmenten befassen, die allen Flüssigkeiten des menschlichen Körpers ihre charakteristische Farbe geben. Wir werden sehen, dass all diese Körperpigmente als Ursprung einen Stoff haben, nämlich das Häm, welches aus den roten Blutkörperchen stammt. Zunächst wollen wir uns mit den roten Blutkörperchen befassen, den sogenannten Erythrozyten, welche sich ableiten von dem griechischen Wort Erythros, das bedeutet rot, und Zytos die Zelle. Die Form der Erythrozyten ist eine sogenannte bikonkave Scheibe. Diese entsteht dadurch, dass die Erythrozyten als einzige Zellen im menschlichen Körper keinen Zellkern aufweisen. Dadurch dellt sich die Zelle auf beiden Seiten nach innen ein und erhält ihr charakteristisches Aussehen. Die Farbe der Erythrozyten ist rot. Dies stammt von dem Farbstoff Hämoglobin her. 4 bis 6 Millionen rote Blutkörperchen finden sich in einem Milliliter Blut oder anders ausgedrückt in einem Kubikmillimeter Volumen. Jede Abweichung dieser Zahl nach unten oder nach oben entspricht einer pathologischen Veränderung oder anders ausgedrückt einer Krankheit des Organismus. Der Durchmesser eines roten Blutkörperchens beträgt 7000stel Millimeter. Das heißt, es handelt sich um Gebilde, die mit dem unbewaffneten Auge nicht zu erkennen sind und die demgemäß erst seit der Erfindung des Mikroskops in der Medizin überhaupt bekannt sind. 7000stel Millimeter, das kann man auch anders ausdrücken. Wir können das auch als 7 Mikrometer bezeichnen, denn die griechische Vorsilbe Mikron entspricht einem Millionstel Teil einer Maßeinheit, in diesem Fall dem Millionstel Teil eines Meters. Die Funktion
der roten Blutkörperchen ist der Sauerstofftransport. Dies wird durch die besonderen Eigenschaften des Hämoglobins ermöglicht. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Erythrozyten beträgt 100 bis 120 Tage. Dies ist dadurch bedingt, dass die roten Blutkörperchen keinen Zellkern haben. Dadurch fehlt ihnen die Möglichkeit, wichtige Zellorganellen wieder zu ersetzen, wenn diese einmal kaputt gegangen sind. Denn die Informationen, die dafür notwendig sind, finden sich im Zellkern und über diesen verfügen die Erythrozyten nicht. Dadurch bedingt haben sie eine begrenzte Lebensdauer. Nachdem die sie umhüllende Zellmembran zerreißt, kommt es zu einem Zerfall der roten Blutkörperchen. Der Zerfall der gealterten Erythrozyten erfolgt in der Milz. Wenn die Milz tastbar wird, dann ist sie bereits vergrößert und wir sprechen in diesem Zusammenhang dann von der sogenannten Splenomegalie. Sie kennen es vielleicht bereits schon von dem Krankheitsbild der Akromegalie, einer Vergrößerung der Akren, die beim Menschen durch ein zu viel an Wachstumshormon bedingt ist. Der Vorgang des Abbaus der roten Blutkörperchen in der Milz heißt Zellmauserung. Dies wird von speziellen Zellen, die in der Milz leben, vorgenommen, den sogenannten Fresszellen. Diese räumen die Bruchstücke auf und recyceln den Rest der Erythrozyten. Die Erythrozyten bestehen in der Hauptsache aus Hämoglobin. Das Hämoglobin setzt sich aus einem Eiweißkörper, dem sogenannten Globin, und dem Häm zusammen. Der Eiweißkörper ist im Vergleich zum Häm riesengroß. Er hat ein Molekulargewicht, welches ungefähr bei 80.000 liegt. Wenn wir das Molekulargewicht des Häms betrachten, dann liegt dieses deutlich niedriger, ungefähr im Bereich von 300 bis 400. Also ein Molekül, das viel, viel kleiner ist als der Trägerstoff, nämlich der Eiweißkörper. Der normale Hämoglobingehalt im Blut ist bei Mann und Frau unterschiedlich. Dies liegt daran, dass die Frau regelmäßig durch die Menstruationsblutung zwischen 50 und 200 Millilitern Blut verliert und dies dann nicht vollständig ersetzt werden kann. Demgemäß finden wir beim Mann einen normalen Hämoglobingehalt im Blut, der zwischen 14 und 18 Gramm Prozent beträgt. Die Ausdrucksweise Gramm Prozent bedeutet, dass in diesem Fall 14 bis 18 Gramm auf 100 Milliliter Blut gefunden werden. Das ist eine Ausdrucksweise, die in der Labormedizin häufig benutzt wird und auch mit Milligramm Prozent im Zusammenhang steht. Wenn wir also von Milligramm Prozent sprechen, wie zum Beispiel bei der Angabe des Blutzuckergehaltes, der zwischen 60 und 100 Milligramm Prozent liegt, dann meinen wir damit, dass 60 Milligramm auf 100 Milliliter Blut enthalten sind. Der normale Hämoglobingehalt der Frau beträgt 12 bis 15 Gramm Prozent und liegt damit deutlich unter dem des Mannes. Eine sogenannte Anämie, auf Deutsch Blutarmut, lässt sich an dem Gehalt des Blutes an Hämoglobin feststellen. Die Definition der Anämie lautet ein Absinken des Hämoglobingehaltes unter 12 Gramm Prozent. Normal ist der Wert, wie wir gerade eben erfahren haben, zwischen 12 und 18 Gramm, je nachdem, welchem Geschlecht der Patient angehört. Eine Anämie finden wir aufgrund von verschiedenen Ursachen. Eine häufige Ursache ist der Blutverlust, welcher zum Beispiel nach Autounfällen auftreten kann, nach Operationen oder chronisch bei Magen-Darm-Blutungen wie beim chronischen Magengeschwür oder bei Blutungen aus dem Urogenitalsystem. Eine andere Ursache für die Anämie stellt Vitaminmangel dar, zum Beispiel der Vitamin B12-Mangel, der zur perniziösen Anämie führt.
Weitere Ursachen sind chronische Nierenerkrankungen, die dadurch zur Anämie führen, dass hier funktionsfähiges Nierengewebe durch die Krankheit verloren geht und dann der Gehalt des Blutes an dem Hormon Erythropoietin absinkt. Als letzte Ursache für Anämien wollen wir alle Arten von Krebstumoren nennen, die über den Mechanismus der konsumierenden Krankheit zu einer Aushungerung des Körpers führen. Wir sprechen dann in diesem Zusammenhang von der Kachexie, der Auszehrung, und diese bedingt, dass das Knochenmark nicht genügend Grundstoffe erhält, um die normale Blutbildung aufrechtzuerhalten. Nun, es ist auch möglich, dass ein zu viel an roten Blutkörperchen und an roten Blutfarbstoff im Körper sich bildet. Solch einen Zustand nennen wir die Hyperglobulie. Wir sehen dann auch eine Erhöhung des Hämoglobingehaltes des Blutes auf über 18 Gramm Prozent. Das ist eine relativ seltene Veränderung, aber wir finden sie zum Beispiel bei gutartigen Knochenmarkstumoren des Menschen und bezeichnen dann diese Veränderung als die sogenannte Polycythämia vera, die wahre Vermehrung der roten Blutkörperchen im Blut. Aber es gibt auch andere Ursachen für die Vermehrung des Hämoglobins. Denken Sie an die Menschen, die in großer Höhe leben. Dort ist der Sauerstoffgehalt des Blutes so niedrig, dass sich nun der Gehalt an Hämoglobin in den roten Blutkörperchen erhöhen muss, um den Sauerstoffbedarf des Körpers noch decken zu können. Das ist dann aber keine krankhafte Veränderung, sondern lediglich eine gesunde Anpassung des Körpers an die äußeren Umstände. Es gibt noch einen dritten Zustand, bei dem wir eine Vermehrung des Hämoglobins sehen. Das ist, wenn die Lunge sehr schwer erkrankt ist, insbesondere bei den sogenannten restriktiven Lungenkrankheiten. Das sind Erkrankungen der Lunge, bei denen die Lunge narbig schrumpft und insgesamt nach Ablauf dieser Krankheit weniger Lungenvolumen da ist. Das bedeutet, dass die Lunge nunmehr wiederum den Sauerstoffbedarf des Körpers nicht richtig decken kann und sich jetzt das Knochenmark an diesen erhöhten Bedarf an Sauerstofftransportkapazität anpasst, indem es den Hämoglobingehalt und die Zahl der roten Blutkörperchen erhöht. Nun wenden wir uns dem Abbau des Häms zu. Das Häm ist dieser kleinmolekulare Anteil des Hämoglobins, welcher nicht mehr für den Körper wiederverwendet werden kann. Er muss aus dem Körper heraus geschleust werden. Dazu muss er aber erst einmal abgebaut werden. Und der Abbau des Hems erfolgt zunächst in zwei Schritten. Zunächst wird das Eisen zurückgewonnen. Das ist der erste Schritt. Das zurückgewonnene Eisen ist sehr kostbar. Unser Körper verfügt über ca. 4 Gramm Eisenreserve. Im Prinzip besteht immer ein Bedarf an Eisen, denn die Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist nicht besonders reichlich mit Eisen versorgt. Der Eisenserumspiegel des Blutes beträgt 100 Mikrogramm pro Zent oder 100 Mikrogramm auf 100 Milliliter Blut. Die Bestimmung des Eisenserumspiegels kann nützlich sein, wenn es um die Diagnose einer Anämieform geht. Denn eine der häufigsten Anämieformen beim Menschen ist die Eisenmangelanämie, die hauptsächlich in der Schwangerschaft auftritt, wenn im Fetus nun das Blut des heranwachsenden Lebens gebildet werden muss. Dann kann es für die Mutter zu wenig Eisen geben und dann kommt es bei ihr zu einer Ausbildung einer Anämie. Das Eisen, welches in der Milz nun zurückgewonnen wird, muss dahin gelangen, wo es erneut in rote Blutkörperchen eingebaut werden kann, nämlich in das Knochenmark. Dafür
wird es im Blut an ein eigenes Eiweiß gebunden, das sogenannte Transferrin. Dieses transportiert es dann ins Knochenmark und stellt es der sogenannten Hämatopoese, der Blutbildung, zur Verfügung. Wir wollen uns nun als nächstes mit Zuständen befassen, die wir als Eisenmangel und als Eisenüberschuss auffassen. Eisen lautet auf Lateinisch ferrum. Aus diesem Grund wird seine chemische Kurzformel als Fe bezeichnet. Es gibt die Möglichkeit, dass zu wenig Eisen in unseren Körper gelangt. So etwas wäre dann die Ursache für eine Eisenmangelanämie. Ich habe schon erwähnt, dass die häufigste Ursache dafür die Schwangerschaft darstellt. Eine weitere mögliche Ursache ist eine chronische Blutung. Denn alles Eisen, welches über eine chronische Blutung verloren geht, bleibt verloren und kann dann in ausreichender Menge aus der Nahrung in der Regel nicht mehr wieder ergänzt werden. Auch die falsche Ernährung kann dazu führen, dass es zu einem Eisenmangel kommt. Nun, solch eine extreme Form der Fehlernährung wird selten sein. Aber wenn wir an die ca. 4 Millionen Alkoholabhängigen in der Bundesrepublik denken, die einen Großteil ihres Kalorienbedarfs nur über Alkohol aufnehmen, dann haben wir hier einen Zustand vor uns, bei dem es sehr wohl zu einem ausgeprägten Eisenmangel kommen kann. Das Gegenteil des Eisenmangels ist der Eisenüberschuss. Auch so etwas gibt es. Wir nennen diese Krankheit die sogenannte Hämochromatose, bei der der Körper das überschüssige Eisen an bestimmten Stellen ablagert, nämlich in der Leber. Es kommt dann in den Zellen, die dieses Eisen ablagern, zu einer Zerstörung der Zellen und daraus resultiert dann eine eigenständige Krankheit der Leber, die letztendlich langfristig zu einem Leberversagen führt. Nun wenden wir uns wieder dem Abbau des Häms zu. Nachdem das Eisenatom entfernt worden ist und jetzt auf dem Weg zum Knochenmark ist, wird als nächstes dieses Ringmolekül gespalten. Dies ist der zweite Schritt beim Abbau des Häms. Damit ist nunmehr aber ein neuer Stoff entstanden, und zwar ist damit jetzt aus dem Häm der Stoff Verdoglobin geworden, dessen Farbe nunmehr grün ist. Der Abbau des Häms zum Verdoglobin erfolgt überall, natürlich vorzugsweise in der Milz. Aber wenn Erythrozyten außerhalb der Milz zerfallen, wie wir das zum Beispiel bei einem Hämatom haben, dann wird dieser Abbau des Häms an Ort und Stelle erfolgen, im Bluterguss selbst unter der Haut. Ein weiterer Abbauschritt führt zum labordiagnostisch äußerst wichtigen Bilirubin. Das Bilirubin hat wieder eine neue Farbe. Diese Farbe steckt schon im Namen dieses Stoffes drin, denn es ist ein rubinroter Farbstoff oder besser ein rot-oranger Farbstoff. Bilirubin entsteht in der Blutbahn, in der Milz und auch in der Leber beim Abbau der gealterten Erythrozyten. Aber wir haben gelernt, dass es vorzugsweise in der Milz entsteht, dem normalen Ort der Erythrozytenmauserung. Im Blut ist der Serumspiegel des Bilirubins normalerweise nicht über 1,2 Milligramm Prozent. Das sind 1,2 Milligramm in 100 Millilitern Blut. Der tiefstmögliche Wert, den man hier messen kann, liegt bei 0,6 Milligramm Prozent. Wir sprechen in der medizinischen Fachsprache von Exkretion, wenn wir die Ausschleusung
oder Ausscheidung eines Stoffes aus dem Körper damit meinen. Diese ist für viele Stoffe dadurch möglich, dass sie wasserlöslich gemacht werden. Wenn sie wasserlöslich geworden sind, dann kann die Niere sie über den Urin aus dem Körper ausschleusen oder exkretieren. Dieses wasserlöslich machen ist eine der wichtigen Funktionen, die die Leber zu erfüllen hat. In diesem Fall, nämlich im Falle des Bilirubins, verbindet sie einen Stoff, die sogenannte Glucuronsäure, mit dem Bilirubin und dabei entsteht Bilirubin-Glucuronid. Dieses Bilirubin-Glucuronid ist wasserlöslich und kann nunmehr den Körper verlassen. Das wasserlösliche Bilirubin-Glucuronid wird mit dem Gallensaft in den Dünndarm ausgeschieden. Im Darm kommt es zu einer letzten Umwandlung. Es entsteht nunmehr das braune Stercobilin. Diese Umwandlung wird von den Darmbakterien durchgeführt, die sich in jedem menschlichen Darm befinden. Wir nennen sie die Kolibakterien. Es sind sogenannte Symbionten. Das Stercobilin hat nun zum letzten Mal seine Farbe geändert. Es ist vom Gelb-Orange zu Braun hin verändert worden durch einen chemischen Einfluss der Darmbakterien. Und diese braune Farbe verleiht dem Stuhl seine charakteristische braune Farbe. Denn wenn kein Stercobilin im Stuhlgang drin wäre, dann wäre er weiß. Teilweise wird das Bilirubin im Dünndarm wieder zurückresorbiert und der Leber zugeführt. Wir sprechen hierbei vom sogenannten enterohepatischen Kreislauf. Nunmehr wird dieses wieder aufgenommene Bilirubin in der Leber chemisch verändert und verändert damit auch wieder seine Farbe. Es entsteht das nierengängige Urobilin. Das Urobilin ist ein gelber Farbstoff, und er verleiht dem Urin seine charakteristische gelbe Farbe. Wir sehen auf dieser Grafik die beiden Wege, die das abgebaute Häm nehmen kann, um aus dem Körper herauszugelangen. Wir hatten schon erfahren, dass es zunächst zu Bilirubin abgebaut worden ist, wasserlöslich wurde durch die Glucuronierung und dann den einen Weg beschreitend über die Gallenwege in den Darm gelangt. Dort wird es von den Darmbakterien zu Stercobilin abgebaut und verlässt den Körper mit dem Stuhlgang. Der zweite Weg, über den das abgebaute Häm den Körper verlässt, ist über das Urobilin. Es wird von der Niere ausgeschieden. Allerdings sind die Mengen, die in Form von Urobilin aus dem Körper gelangen, nur sehr gering. Trotzdem verleihen diese geringen Mengen an Urobilin dem Harn seine charakteristische gelbe Farbe. Wir wollen uns nun klar machen, was passiert, wenn es zu einem Ausscheidungsstopp von Bilirubin bei einem Gallengangsverschluss kommt. Dabei handelt es sich praktisch um die Folgen eines Gallengangsverschlusses. Die häufigste Ursache für so einen Gallengangsverschluss ist die Verlegung der Gallenwege durch einen Stein. Wenn nun dieser Stein im Gallengang festgeklemmt bleibt, dann haben wir einen Gallengangsverschluss vorliegen. Dies bezeichnet der Mediziner als Cholostase. Die Veränderungen, die nun auftreten, wollen wir genauer betrachten. Das Bilirubin kann nun nicht mehr über diesen Weg den Körper verlassen. Das bedeutet, es fängt an, sich im Blut zurückzustauen und wir bekommen jetzt eine Erhöhung des Bilirubingehaltes des Blutes. Wir hatten gelernt, dass der Normalwert für das Bilirubin bis 1,2 Milligramm Prozent liegt.
Bei dieser schweren Ausscheidungsstörung, die durch einen kompletten Verschluss des Gallengangs bedingt ist, kann das Bilirubin bis 9 mg/% ansteigen. In diesem Fall sprechen wir von einem Verschlussikterus. Beim Verschlussikterus, der durch einen Verschluss des Gallengangs bedingt ist, haben wir zusätzlich noch ein anderes Symptom, nämlich unerträglichen Juckreiz. Wir sprechen von Pruritus, das ist der dazugehörige Fachausdruck. Aber es kommt noch zu weiteren Veränderungen. Neben dem Ikterus wird jetzt auch der Stuhl sich entfärben, denn es gelangt kein Bilirubin mehr in den Dünndarm und damit können die Darmbakterien auch nicht mehr das braune Stercobilin erzeugen. Diese Entfärbung des Stuhls nennen wir dann einen acholischen Stuhl. Acholisch bedeutet, dass er keine Gallenflüssigkeit mehr enthält. Als letztes bekommen wir ein drittes Symptom, nämlich eine braune Verfärbung des Urins. Denn das Bilirubin kann jetzt den Körper nicht mehr auf dem normalen Weg verlassen, nämlich über die Gallenflüssigkeit. Es muss sich einen neuen Weg suchen. Und nun wird das Bilirubin vermehrt renal ausgeschieden, das heißt über die Niere. Aber dadurch, dass jetzt große Mengen an Bilirubin im Urin auftauchen, verändert sich der Urin. Er bekommt das Aussehen von Altbier, was vielleicht der eine oder andere von Ihnen kennt, denn der Urin wird jetzt bierbraun und er fängt an zu schäumen. Das ist ein sehr charakteristisches Symptom, welches uns sofort auf die Verdachtsdiagnose einer Leber- oder Gallenkrankheit lenken sollte. Wir wollen aber in diesem Zusammenhang daran denken, dass all diese Symptome, die wir jetzt kennengelernt haben, nicht nur bei einem Gallengangsverschluss auftreten können. Dieselbe Symptomatik findet sich bei Virushepatitis B zum Beispiel und auch bei sogenannter hämolytischer Anämie. Das nächste Thema, dem wir uns zuwenden wollen, sind die Serumeiweiße und ihre Auftrennung mit Hilfe des Verfahrens der Elektrophorese. Bevor wir uns diesem Thema zuwenden, wollen wir aber zunächst einiges über die labortechnische Behandlung von Blut erfahren. Hierbei handelt es sich um Begriffe wie Vollblut, Hämatokrit und Serum. Wenn wir Blut aus der Vene durch eine Injektion entnehmen, dann bezeichnen wir dieses Blut, das wir in der Spritze erhalten, als Vollblut. Es enthält alle Bestandteile, die auch im Körper, im Blut vorhanden sind. Blut setzt sich aus sehr unterschiedlichen Bestandteilen zusammen. Im unveränderten Zustand nennen wir es Vollblut. Die gebräuchlichste Methode, es in seine Bestandteile aufzuteilen, ist es zu zentrifugieren. Das heißt, es sehr, sehr schnell zu schleudern. Nachdem das Blut zentrifugiert worden ist, finden wir am Boden die roten Blutkörperchen, und darüber einen klaren gelben Überstand, das Serum. Diesen gelben klaren Überstand nennen wir Serum und er macht ca. 55% des Vollblutes aus. Die festen Bestandteile des Blutes nennen wir Hämatokrit. Sie machen ca. 45% des Blutes aus. Das Hämatokrit sind auch gleichzeitig die sogenannten korpuskulären Bestandteile oder die festen Bestandteile des Blutes
und das Serum sind die gelösten Teile des Blutes. 55% sind Serum, 45% sind Hämatokrit. Durch vorsichtiges Abgießen lässt sich das Serum vom festen Bodensatz trennen. Das Serum ist der Ausgangsstoff für die meisten Laboruntersuchungen, die häufig anfallen. Der Teil des Blutes, der die festen Bestandteile enthält, kann verworfen werden. Wir brauchen ihn nicht für die Laboruntersuchungen. Nun werden wir uns im Weiteren mit einer Stoffgruppe befassen, die die Hauptmasse des Serums stellt. Der Hauptbestandteil des Serums ist Eiweiß. Die sogenannten Serumproteine sind es, die es auch gelb färben. 6 bis 8 Gramm des Blutes sind Serumproteine. Und zwar in 100 Millilitern Blut. Wir können auch sagen, dass 6 bis 8 Gramm Prozent des Blutes Serumproteine sind. Die Serumproteine sind eine sehr vielfältige Gruppe von einzelnen Stoffen, die sich aus folgenden Eiweißklassen zusammensetzen. Wir wollen uns nun mit der Systematik dieser Serumeiweiße befassen. Zunächst zu der Größe dieser Stoffe. Sie sind die größten Moleküle in dem Teil des Blutes, den wir Serum bezeichnen. Die Größe eines Moleküls bezeichnet der Chemiker als sein Molekulargewicht. Ein Beispiel. Das einfachste Molekül, das wir kennen, ist das Wasser. Es setzt sich zusammen aus 2 Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff. Das Atomgewicht des Wasserstoffs liegt bei 1 und das des Sauerstoffs liegt bei 16. Wenn wir das zusammenzählen, kommen wir auf ein Molekulargewicht von 18. Im Vergleich dazu sind die Serumeiweiße sehr viel größer. Das kleinste hat ein Molekulargewicht von 89.000. Das größte liegt im Bereich von 1,3 Millionen. Wir sehen also, dass es sich hier um riesige Eiweißmoleküle handelt. Das liegt daran, dass sie sich wiederum aus kleineren Untereinheiten zusammensetzen, aus den sogenannten Aminosäuren. Die Eiweiße, die uns beschäftigen, haben in der Regel 2 verschiedene Formen. Entweder sie sind eiförmig in die Länge gestreckte Moleküle oder sie sind Globuline, das heißt kugelförmige Gebilde, die die hauptsächliche Form dieser Serumeiweiße ausmachen. Wir wollen uns nun den einzelnen sogenannten Eiweißfraktionen zuwenden, ihre Form und Größe erklären und vor allem auch ihre Aufgabe im Blut hier kennenlernen. Erst später werden wir dann sehen, wie sich diese einzelnen Bestandteile des Serumeiweißes trennen lassen, denn das erfolgt über die laborchemische Methode der Elektrophorese. Die wichtigste und größte Gruppe der Serumeiweiße sind die Albumine. Sie machen die Hauptmasse der Serumproteine aus. 60% gehören zu dieser Klasse. Von diesen 6 bis 8 Gramm Serumeiweiß sind ca. 3 bis 4 Gramm Albumine. Ihr Molekulargewicht ist recht niedrig. Es liegt bei 89.000 im Durchschnitt. Sie sind damit die kleinsten Eiweißkörper und sie verleihen dem Blut seine onkotische Kraft. Nun, was ist die onkotische Kraft des Blutes? Das ist die Kraft, die dafür sorgt, dass Blut, Wasser oder der wässrige Bestandteil des Blutes, der ständig aus den Kapillargefäßen in das sie umgebende Gewebe austritt, in die sogenannte interstitielle Flüssigkeit, dort nicht liegen bleibt. Die onkotische Kraft sorgt dafür, dass dieses ausgetretene Wasser wieder in die Blutbahn zurückgesaugt wird.
Nun, das funktioniert folgendermaßen. Blut und das die Blutgefäße umgebende interstitielle Wasser haben, was die Salze anbetrifft, dieselbe Konzentration. Das heißt, der Gehalt an Salzen ist im Blut genauso hoch wie der Gehalt an Salzen in der interstitiellen Flüssigkeit. Da nun die Albumine so groß sind, können sie am freien Austausch durch die Membran der Kapillargefäße nicht teilnehmen. Sie sind nicht durchlässig. Sie verbleiben immer im Gefäßsystem und damit ist die Konzentration an gelösten Stoffen in den Blutgefäßen etwas höher als außerhalb der Blutgefäße. Dieser geringe Unterschied reicht aus, um das Wasser, das ständig aus der Blutbahn austritt und in das Gewebe strömt, wieder zurückzusaugen. Wenn der Gehalt des Blutes an Eiweißen abnimmt, wie das bei gewissen Krankheiten der Fall ist, dann macht sich das sofort bemerkbar, und zwar in Form von Ödemen, von Gewebswassersucht. Nunmehr ist keine Kraft mehr vorhanden, die das austretende Wasser wieder zurücksaugen könnte in die Blutbahn und das Wasser bleibt im Gewebe liegen und das Gewebe schwillt an. Wir haben dann das klinische Bild eines Ödems. Diese Ödeme entstehen nicht irgendwo am Körper, sondern dort, wo der hydrostatische Druck am höchsten ist. Das ist im Bereich der Füße und der Fußknöchel der Fall, wo zusätzlich zum Blutdruck in der Blutbahn noch der Druck der Wassersäule hinzukommt, die jetzt von oben drückt und umso mehr Wasser die Blutbahn verlassen lässt. Ein anderer Ausdruck für diese onkotische Kraft lautet kolloidosmotischer Druck des Gefäßsystems, denn diese Eiweiße werden als Kolloide aufgefasst, als sehr große gelöste Moleküle. Neben der kolloidosmotischen Kraft des Blutes erfüllen die Albumine Transportaufgaben. Das heißt, sie stellen Behälter für wichtige Stoffe dar. Zum Beispiel schützen sie Hormone vor dem vorzeitigen Abbau. Das ist notwendig, denn normalerweise ist die Leber bestrebt, Hormone aus dem Blutstrom herauszufischen und sie zu unwirksamen Abbaustufen umzuformen. Der Sinn dieses ständigen Abbaus der Hormone liegt darin, dass die Hormone eben Botenstoffe sind. Und wenn dieser Botenstoff ständig in gleicher Höhe im Blut vorhanden wäre, dann wäre damit keine Nachricht mehr möglich, denn das würde einem ständigen Trommeln im Busch entsprechen, sodass also die Nachricht, die durch das einmalige Trommeln jetzt weitergeleitet werden soll, dadurch praktisch nicht mehr möglich ist. Erst dadurch, dass die Hormone ständig aus dem Blutstrom entfernt werden, können sie ihre Botschaftsfunktion erfüllen. Nun, damit die Hormone aber nicht vorzeitig abgebaut werden, müssen einige von ihnen davor geschützt werden und das leisten die Mitglieder der Eiweißfamilie Albumine. Einige von ihnen sind dafür da, um die Hormone vor dem Abbau zu schützen, sie zu binden und sie im Blut zu transportieren. Zum Beispiel gibt es solche für das Schilddrüsenhormon Thyroxin. Ein anderes Albumin kümmert sich darum, dass das Bilirubin direkt zur Leber befördert wird. Denn wir haben schon gelernt, dass das Bilirubin nicht wasserlöslich ist. Es wird erst in der Leber wasserlöslich gemacht durch Glucuronierung. Es muss aber von seinem Ort des Abbaus, das ist die Milz, zur Leber gelangen. Und um das zu ermöglichen, steht ein Eiweißcontainer bereit aus der Albuminfraktion, der diesen Weg von der Milz zur Leber ermöglicht. Kommen wir nun zu einer
weiteren Gruppe der Eiweiße im Blut, zu der Gruppe der Alpha-Globuline. Zu dieser Gruppe gehören sehr große Eiweißkörper. Sie machen ungefähr 11% der Eiweißkörper insgesamt aus. Wir unterscheiden Alpha-1 von Alpha-2-Globulinen. Auch hier finden wir zum Beispiel Eiweiße, die Transportfunktion haben. Es gibt Transportvehikel für Kupfer, das ist das sogenannte Ceruloplasmin. Ein Eiweißstoff, der dafür da ist, um das lebenswichtige Kupfer im Blut zu transportieren. Ein anderer Vertreter aus der Gruppe der Alpha-Globuline ist das Haptoglobin. Auch das haben wir schon kurz erwähnt im Zusammenhang mit dem Abbau des Hämoglobins. Denn das Haptoglobin ist dafür da, um den Globinanteil des Hämoglobins von der Milz zur Leber zu transportieren. In dieser Klasse finden sich auch weiterhin andere wesentliche Bestandteile, und zwar Stoffe, die wir als Lipoproteine bezeichnen. Das sind Stoffe, die neben dem Eiweiß auch Fett enthalten und die notwendig sind, um die Fette im Blut gelöst zu halten. Als dritte Gruppe wollen wir die Beta-Globuline betrachten. Diese sind relativ klein und sie machen ca. 12% der Eiweiße aus. Ihr Molekulargewicht liegt bei 90.000. Zu dieser Klasse gehört unter anderem das Transferin, welches Eisen im Blut bindet, sowie weitere Lipoproteine. Als letztes wollen wir die Klasse der Gamma-Globuline hier betrachten. Diese haben einen Anteil von 18% an den Serumproteinen und sie enthalten die meisten Sorten Antikörper. Das heißt, die Gesamtheit der Antikörper, welche aus den Lymphzellen stammen, finden sich in der sogenannten Gamma-Globulin-Fraktion. Sie haben ein durchschnittliches Molekulargewicht von 156.000. Die Antikörper werden auch als Immunglobuline bezeichnet und man unterscheidet Immunglobulin M, Immunglobulin A und Immunglobulin G und kürzt das ab als IgM, IgA und IgG. Wir wollen aber nicht verschweigen, dass Antikörper auch außerhalb der Gamma-Globulin-Fraktion anzutreffen sind. Wir können solche Stoffe auch in der Beta-Globulin- und in der Alpha-Globulin-Fraktion finden, aber allgemein lässt sich sagen, dass die Masse der Antikörper in der Fraktion der Gamma-Globuline zu finden ist und dort 18% des Gamma-Globulins ausmacht. Rein definitionsmäßig gehören zu dieser Klasse auch das Fibrinogen und eine ganze Reihe von Gerinnungsfaktoren. Da wir aber bei der Bestimmung der einzelnen Eiweißfraktionen von Serum ausgehen, lässt sich das Fibrinogen und die Gerinnungsfaktoren bei dieser Untersuchung nicht erfassen. Denn Serum ist fibrinogenfrei. Bevor wir Serum erhalten, lassen wir nämlich das Blut gerinnen, indem wir es schütteln und durch den Kontakt mit der rauen Oberfläche des Röhrchens, in dem es aufbewahrt wird, kommt es sehr schnell, circa nach 10 Minuten, zur Gerinnung. Bei der Zentrifugierung verschwindet dann das Fibrinogen mit den roten Blutkörperchen und damit ist das Serum fibrinogenfrei und auch die Gerinnungsfaktoren sind zum größten Teil verbraucht, sodass wir also in der Elektrophorese kein Fibrinogen mehr nachweisen können, aber wir wissen, dass sie zu der Fraktion der Gamma-Globuline gehören. Nun wollen wir uns dieser Methode zuwenden, welche die Unterteilung oder die Aufspaltung der Serumproteine erlaubt. Diese nennen wir Elektrophorese der Serumproteine. Die Auftrennung der Serumproteine erfolgt auf einem saugfähigen Streifen Papier im elektrischen Feld.
Das Sellecksche Feld sorgt dafür, dass diese Eiweißkörper unterschiedlich weit mitgenommen werden von diesem Feld, welches in Richtung des Pluspols zieht. Dabei wandern die kleinen Albumine am weitesten und die relativ großen Gammaglobuline bleiben weit zurück und bilden das Schlusslicht in diesem Rennen. Um die Elektrophorese durchzuführen, wird ein Tropfen Serum auf das eine Ende des Papierstreifens aufgebracht. Auf dem Papier breitet sich das Serum aus und bildet somit die Grundlage für die Elektrophorese. Der Papierstreifen taucht in eine geeignete Pufferlösung ein, an die dann der Strom angeschlossen wird. Wir müssen uns diesen Streifen als ein Stück Löschpapier vorstellen, das sich ähnlich wie ein Schwamm mit Flüssigkeit vollsaugt. Die Flüssigkeit ist kein reines Leitungswasser, sondern eine Pufferlösung, das heißt eine salzhaltige Lösung, die am ehesten der Zusammensetzung des Serums entspricht und auf diese Weise die Wanderung der Eiweißstoffe begünstigt. Der Strom aus den Elektroden zieht die einzelnen Eiweiße auf dem Papier auseinander. Nun werden die Proteine auf dem Papierstreifen durch Anfärben als Banden sichtbar gemacht. Es gibt dafür einen Farbstoff, der sich aus einer Sprühflasche auf den Papierstreifen aufsprühen lässt und die Eiweiße als graue Verfärbung sichtbar macht. Die Serumeiweiße sind auf dem Streifen unterschiedlich stark konzentriert. Je dunkler die Banden sind, umso mehr Eiweiß ist an dieser Stelle. Auf dem Streifen, den wir hier sehen, haben wir links eine hohe Eiweißkonzentration. Dann folgt eine Bande mit relativ niedriger, dann mit mittlerer und etwas höherer und die letzte Bande hat eine mittlere Eiweißkonzentration. Nun folgt der letzte Arbeitsschritt. Der letzte Arbeitsschritt ist die Durchleuchtung des Papiers und die Messung der Lichtabsorption. Ein Verfahren, das in der Laborchemie sehr häufig angewendet wird, um die Konzentration von Stoffen quantitativ zu bestimmen. Das heißt, genaue Zahlenwerte zu erhalten. Das Maß der Lichtabsorption entspricht der Eiweißkonzentration. Zeichnet man die Absorption als Kurve auf, erhält man bei einem Normalbefund folgende Kurve. Berechnet man die einzelnen Flächen unter den Kurven der sogenannten Globulinfraktion, kann man die prozentuale Verteilung der Serumproteine angeben. Das sehen wir auf dieser kleinen Grafik. Die Albumine machen 60% der Serumeiweiße aus. Ihnen entspricht der große Zacken auf unserer Kurve, die auch einer Fläche von 60% entspricht. Als nächstes die Alpha-1-Globuline. Diese sind ein kleiner Hügel innerhalb unseres Kurvenzugs. Sie machen 4% der Serumeiweiße aus. 7% sind die Alpha-2-Globuline und 12% die Beta-Globuline. Zu guter Letzt dann der große Hügel der Gamma-Globuline, welche 18% der Serumeiweiße ausmachen. Die Untersuchung der Elektrophorese kann bei einer ganzen Reihe von Krankheiten sogenannte pathologische ELFO-Befunde zutage fördern. Mit ELFO kürzen wir diese Untersuchungsmethode ab. ELFO bedeutet Elektrophorese. Das Kurvenbild, das wir bisher gesehen haben, kann bei bestimmten Krankheiten verändert sein. Wir sprechen dann von pathologischen Elektrophorese-Befunden. Diese
kennzeichnenden Muster können diagnostisch genutzt werden. Das ELFO bei nephrotischem Syndrom. Insgesamt ist das Eiweiß im Blut bei nephrotischem Syndrom auf unter 5 Gramm Prozent erniedrigt. Ursache ist der Verlust der relativ kleinen Albumine durch die entzündeten Glomeruli. Wir wissen, dass bei diesem Entzündungsvorgang sich die Poren in den Kapillaren der Glomeruli erweitern, so weit erweitern, dass nun die kleinen Albumine hindurchtreten können, in die Tubuli gelangen, und da es keine Rückresorption für Eiweißstoffe gibt, gehen sie mit dem Urin verloren. Wir finden im Harn eine Proteinurie. Die Anwesenheit von Eiweiß im Harn ist immer pathologisch, stellt immer ein Krankheitszeichen dar. Durch die Eiweißverluste im Harn kommt es im Blut zu einer Hypalbuminämie, das heißt zu einem Absinken des Gehaltes an Albuminen. Dies zeigt sich in der Elektrophorese an einer Abflachung der Albuminkurve, wie wir das hier auf unserer Grafik erkennen können. Die Albumine sind für den kolloidosmotischen Druck des Blutes verantwortlich. Das haben wir schon gelernt. Um den Verlust der Albumine auszugleichen, erhöhen sich kompensatorisch Alpha-1 und Alpha-2-Fraktionen und die Beta-Globuline. Zu guter Letzt kommt es auch zu einer kompensatorischen Erhöhung des Cholesterins im Blut, die den kolloidosmotischen Druck erhöhen soll. Wir sehen eine Hypercholesterinämie. Wir wollen uns daran erinnern, dass wir heutzutage als Normalwert für Cholesterin bereit sind, bis 300 Milligramm Prozent zu gehen. Das ist ein Wert, der sich in den letzten 10 Jahren ständig erhöht hat. Als ich angefangen habe zu studieren, lag der Normalwert für Cholesterin noch bei 220. Er ist dann auf 250 geklettert und mittlerweile sprechen wir von Normalwerten, wenn er noch unter 300 liegt. Eine Hypercholesterinämie, also bei Erhöhung des Cholesterinwertes über 300%. Trotz der kompensatorischen Erhöhung dieser Stoffe, die wir jetzt gesehen haben, kommt es beim nephrotischen Syndrom trotzdem zur Ausbildung von Ödemen, denn der kolloidosmotische Druck des Blutes kann dadurch nicht vollständig normalisiert werden. Blutflüssigkeit tritt in das Gewebe aus, bleibt dort liegen und führt eben zum klinischen Bild der Gewebswassersucht. Wenden wir uns nun den elektrophoretischen Befunden bei akuter Entzündung im Körper zu. Bei diesem Krankheitsbild kommt es zu einer mäßigen Zunahme der Alpha-2-Fraktion. In dieser Alpha-2-Fraktion finden sich Stoffe, die nicht zu den Immunglobulinen gehören, die aber trotzdem für den normalen Ablauf einer Entzündungsreaktion notwendig sind. Wir denken dabei an Stoffe wie das Komplementsystem, an Interferon oder andere Hilfsstoffe der Entzündung. Das Kurvenbild der Elektrophorese bei chronischer Entzündung ist durch eine Steigerung der Immunreaktion gekennzeichnet. Das heißt, es kommt zu einer Zunahme bestimmter Antikörper im Blut. Parallel dazu zeigt sich im Blutbild eine Lymphozytose. Denn diese Immunglobuline, die nunmehr vermehrt sind, stammen natürlich aus den Lymphozyten. Antikörper finden sich hauptsächlich in der Gamma-Globulin-Fraktion. Wir sehen bei chronischer Entzündung dementsprechend eine Zunahme dieser Globuline, eben der Immunglobuline. Als letztes wollen wir die sogenannten Paraproteine kennenlernen. Es gibt Krankheiten des Knochenmarks, die wir als Blutkrebs auffassen, bei denen
krankhaft veränderte Lymphozyten gebildet werden. Die pathologischen Lymphozyten, welche auch als Plasmazellen bezeichnet werden, produzieren ihrerseits pathologische Antikörper innerhalb der Gamma-Globulin-Fraktion. Diese pathologischen Antikörper nennen wir Paraproteine. Da sie im normalen Blut nicht vorkommen, sie sind immer Ausdruck einer Krankheit und geben dieser Krankheit ein unverwechselbares Gesicht oder Bild. Sie erscheinen in der Elektrophorese als ein schmaler Peak, also eine ganz schmale Spitze, die aus dem Hügel der Gammaglobuline hervorragt. Diese falschen Antikörper werden als Paraproteine bezeichnet und sie zeigen für das Plasmozytom ein unverwechselbares Elektrophoresemuster. So heißt die Krankheit, bei der das Knochenmark krankhaft veränderte Lymphozyten produziert, die ihrerseits wieder veränderte, krankhafte Eiweißkörper produzieren. Wir wollen uns nun unserem letzten Thema zuwenden. Das Thema befasst sich mit der Urindiagnostik mit Hilfe von Teststreifen. Eine der wertvollsten diagnostischen Möglichkeiten bieten sogenannte Urostiks, zum Beispiel der Marke Combo 9 der Firma Böhringer. Selbstverständlich ist die Firma Böhringer nicht die einzige, die solche Teststreifen herstellt, aber sie ist schon vor langer Zeit als erste auf den Markt damit gekommen und deswegen wird sie hier erwähnt von mir. Nun, der Umgang mit diesen Teststreifen ist sehr einfach. Zunächst wird vom Patienten eine frische Harnprobe genommen. In diese Harnprobe wird der Teststreifen hineingetaucht und erlaubt nach 60 Sekunden die Diagnose. Einfacher geht es eigentlich nicht. Die Diagnose wird durch Vergleich mit einer Farbskala gestellt, die auf dem Behälter aufgedruckt ist. Dabei halten wir den Teststreifen neben den Behälter und vergleichen Feld für Feld mit der Farbe, die es haben sollte, oder bei Ausfall eines positiven Befundes der Farbveränderung, die dort auf diesem Behälter zu erkennen ist. Wir wollen nun die einzelnen Felder und ihre Bedeutung kennenlernen. Weiterhin wollen wir auch die Farbveränderung bei positivem Befund zeigen. Das erste Feld ganz oben ist für den Nachweis von Leukozyten da. Leukozyten im Urin zeigen immer eine Entzündung an. Das kann zum Beispiel eine Urethritis bei Gonorrhoe sein oder ein Harnwegsinfekt oder eine Pyelonephritis. Die Pyelonephritis ist eine Krankheit, die wir als Nierenbeckenentzündung bezeichnen, bei der Bakterien bis zur Niere aufgestiegen sind und dort zu einer eitrigen Entzündung geführt haben. Leukozyten sind im Urin vorhanden, wenn das weiße Feld jeden Farbton von Violett annimmt. Hierbei ist eine mengenmäßige Beurteilung möglich, denn der Grad der Farbveränderung entspricht der Konzentration an Leukozyten. Allerdings sprechen wir in diesem Zusammenhang nicht von einer wirklich quantitativen Methode, sondern nennen diese Methode semi-quantitativ, denn es lässt sich kein genauer Zahlenwert erfassen, sondern nur eine ungefähre Konzentration des Stoffes bestimmen. Zwischen positiv, zweimal positiv und dreimal positiv zum Beispiel. Aus diesem Grund nennen wir das semi-quantitativ, das heißt halb quantitativ.
Als nächstes das Nitrit. Das Nitrit zeigt die Anwesenheit bestimmter nitritproduzierender Bakterien an. Ein Hinweis auf eine bakterielle Harnwegsinfektion. Denn nicht jede Harnwegsinfektion muss bakteriell sein. So wie auch nicht jede Entzündung bakteriell ist oder auf eine Infektion zurückgeht. Auch nicht alle Bakterien produzieren Nitrit. Nur ungefähr die Hälfte der Bakterien, die zu Harnwegsinfektionen führen, sind in der Lage, aus Nitrat Nitrit durch Reduktion zu erzeugen. Nun, woher stammt das Nitrat eigentlich, das hier in den Urin gelangt? Das Nitrat stammt hauptsächlich aus dem Trinkwasser und aus den Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen. Und da wiederum stammt es aus der Düngung der Felder, die in der Landwirtschaft üblich ist. So dass also der Gehalt des Blutes an Nitrat heute vollkommen normal ist. Dieses Nitrat nützt uns aber nichts. Es ist im Grunde genommen ein Ballaststoff. Er wird über die Niere ausgeschieden und erscheint im Urin. Wenn nun in der Harnblase oder im Nierenbecken Bakterien sind, und da gehören sie auf keinen Fall hin, dann stürzen sich diese Bakterien auf das Nitrat im Urin, verstoffwechseln es und führen es über Reduktion zu Nitrit über. Der Nachweis des Nitrits auf dem Teststreifen ist ein Beweis für die Anwesenheit von Bakterien und damit ein Nachweis einer bakteriellen Harnwegsinfektion. Jede rosa Verfärbung ist ein positiver Befund. Das Feld ist weiß in seinem Ausgangszustand und die Intensität der Farbverfärbung zeigt das Maß der bakteriellen Infektion an. Das nächste Feld zeigt den pH-Wert des Urins an. Das heißt, der pH des Urins zeigt seinen Grad an Säure an. Der Urin kann sauer, neutral oder alkalisch sein. Bei extremer vegetarischer Ernährung ist er alkalisch. Bei überwiegend fleischlicher Ernährung ist er sauer. Als nächstes wollen wir den Nachweis von Eiweiß im Urin behandeln. Protein, das ist ein anderes Wort für Eiweiß, im Urin weist auf einen Defekt in der Niere hin. Diese finden wir zum Beispiel beim nephrotischen Syndrom oder bei der Pyelonephritis, das ist die Nierenbeckenentzündung, aber auch bei einer Stauung des Urogenitalsystems haben wir hier eine Anwesenheit von Eiweiß im Urin. Eine Stauung kann dadurch bedingt sein, dass ein Harnleiterstein den Abfluss des Urins behindert und dazu führt, dass sich der Urin nach oben bis zum Nierenbecken zurückstaut. Die Druckzunahme im Nierenbecken führt eine Schädigung der Tubulusepithelien herbei und das wiederum bewirkt einen Austritt des Eiweißes in den Urin, den wir mit unseren Teststreifen nachweisen können. Das Diagnosefeld auf dem Urostick ist von Anfang an hellgrün. Jede Zunahme der Farbintensität ist als positiver Befund zu bewerten und kann quantitativ beurteilt werden. Wir können also anhand der Verfärbung sagen, ob hier ein halbes Gramm Eiweiß, ein Gramm oder mehr als 2 Gramm Eiweiß im Urin enthalten sind. Damit ist es auch möglich, eine Verlaufskontrolle einer Krankheit durchzuführen, denn der Eiweißgehalt sollte bei einer Heilung der Krankheit allmählich abnehmen und wenn die Krankheit dann vollkommen überwunden ist, muss der Urin vollkommen eiweißfrei sein. Als nächstes die Glukose im Urin. Diese zeigt immer eine
Zuckerkrankheit an, den sogenannten Diabetes mellitus. Und weiterhin zeigt dies, dass der Blutzucker zeitweilig über 180 Milligramm Prozent gelegen haben muss, denn die Nierenschwelle für Zucker liegt bei 180 Milligramm. Das heißt, in dem Augenblick, wo im Blut mehr als 180 Milligramm Zucker erscheinen, kann die Niere diesen Zucker nicht mehr rückresorbieren und der Zucker geht mit dem Urin verloren. Das Diagnosefeld auf dem Urostick ist von Anfang an hellgrün und jede Zunahme der Farbintensität ist positiv und kann quantitativ beurteilt werden. Ketone im Urin, das ist das nächste Feld auf unserem Teststreifen, weisen auf eine übermäßige Verbrennung von Fetten hin. Wenn der Organismus mit den Abbaustoffen des Fettes nicht mehr in diesen Mengen zurechtkommt, dann bildet er Ketone. Solch eine Ketonurie, wie wir das nennen, wenn im Urin nun plötzlich Ketonstoffe erscheinen, finden wir zum Beispiel bei entgleistem Diabetes. Entgleister Diabetes, das ist eine Zuckerkrankheit, die nicht mehr medikamentös unter Kontrolle ist, wo praktisch die Zellen jetzt hungern, da durch das Fehlen des Insulins kein Zucker mehr in die Zellen gelangt und nunmehr müssen sie, um ihren Energiebedarf zu decken, anfangen, Fett zu verbrennen. Sie machen das in solchen Mengen, dass jetzt eben die Ketonkörper entstehen und diese über den Urin ausgeschieden werden. Das Diagnosefeld auf dem Urostick, welches Ketone nachweist, ist im Ausgangszustand beige. Jede Violettverfärbung ist positiv und kann semi-quantitativ beurteilt werden. Als nächstes zwei Stoffe, die mit der Leber zu tun haben. Urobilinogen findet sich im Harn in geringen Mengen und verleiht ihm seine gelbe Farbe. Eine Erhöhung weist auf Leberzellschädigung hin. Bilirubin darf im Urin nicht vorkommen. Seine Anwesenheit weist auf Virushepatitis oder Gallengangsverschluss hin. Bei sehr hohem Gehalt an Bilirubin verändert sich der Urin so, dass wir nun gar keinen Teststreifen brauchen, um diese Veränderung zu erkennen. Der Urin wird braun und er beginnt zu schäumen. Er erinnert in seinem Aussehen an Altbier. Jede Zunahme der Farbintensität ist ein positiver Befund und kann semi-quantitativ beurteilt werden. Als letztes Feld, das Feld, welches den Nachweis von Blut im Urin anzeigt. Die Anwesenheit von Erythrozyten im Urin hinterlässt auf dem Diagnosefeld an dieser Stelle einen punktförmigen Farbumschlag. Dadurch lässt sich eine Mikrohämaturie von einer Makrohämaturie unterscheiden. Eine Mikrohämaturie ist eine Form des Blutens in den Urin, der sich anhand des unbewaffneten Auges nicht feststellen lässt. Der Urin erscheint klar und gelb. Wir können diese vereinzelten Erythrozyten im Urin nicht sehen. Aber mit Hilfe des Teststreifens lässt sich diese Mikrohämaturie nachweisen. Und zwar bilden sich dann auf diesem Diagnosefeld grüne Punkte und jeder grüne Punkt entspricht einem Erythrozyten, der an dieser Stelle sein Hämoglobin als Farbstoff mit dem chemischen Agens des Diagnosefeldes verbunden hat. Nun wollen wir uns ausgewählte Krankheitsbilder mit dem zugehörigen Urostick-Befund anschauen. Naturgemäß eignen sich diese Teststreifen für die Diagnose von Erkrankungen im Urogenitaltrakt. Und dabei wiederum ist die Hämaturie der wichtigste Befund. Bei Nierenkrebs, dem sogenannten Hypernephrom, findet sich eine Makrohämaturie. Der Urin ist sichtbar rot
Oft ist er von Blutgerinnseln durchsetzt, von sogenannten Koageln. Das zeigt das Stadium der Krebskrankheit an. Denn wenn der Krebs größere Gefäße anfrisst, wir sagen arrodiert oder wir sprechen von Gefäßarrosion, dann kommt es hier zu größeren Blutverlusten, die sich in Form von Blutgerinnseln bemerkbar machen. Wir finden dann auf dem Teststreifen eine kräftige Grünverfärbung des Diagnosefeldes. Bei einer anderen Krankheit, der Steinpassage, das ist ein Zustand, bei dem ein abgangsfähiger Nierenstein durch den Harnleiter läuft und auf seinem Weg nach unten zur Harnblase ist. Harnsteine haben immer scharfe Kanten und diese scharfen Kanten verletzen den Harnleiter und führen zu ganz winzig kleinen Blutungen. Wir sehen eine Mikrohämaturie. Auf dem Teststreifen ist dies durch punktförmige Verfärbung des Diagnosefeldes erkennbar. Bei einer Zystitis, das heißt eine Blasenentzündung, finden sich neben dem Blut im Urin zusätzlich auch Leukozyten und Nitrit. Die Leukozyten sind ein Entzündungszeichen, das Nitrit weist den Gehalt des Urins an Bakterien nach. Bei einer Pyelonephritis, der Nierenbeckenentzündung, wird die Nierenbeteiligung deutlich durch den Befund einer Proteinurie. Das heißt, im Urin ist jetzt zusätzlich noch Eiweiß nachweisbar. Wir sehen also eine Verfärbung der Felder für Leukozyten, Nitrit, Blut und außerdem auch für Eiweiß. Bei der symptomarmen chronischen Zystitis verschwinden alle Zeichen bis auf eine chronische mäßige Leukozyturie. Das heißt, nun werden wir auf dem Teststreifen nur noch Leukozyten haben, aber der Gehalt an Blut, an Protein und an Nitrit geht zurück. Nun wollen wir das typische Bild bei Diabetes mellitus betrachten. Eine chronische und vor allem eine schlecht eingestellte Zuckerkrankheit fällt auf durch Glukosurie, Ketonurie und Proteinurie. Die Glukosurie ist klar. Der Blutzucker ist erhöht, dadurch wird die Nierenschwelle überschritten und der Zucker geht mit dem Harn verloren. Die Ketonurie weist darauf hin, dass der Stoffwechsel entgleist ist, dass die Zellen hungern und dass sie nun Fett im Übermaß verbrennen, die wiederum zur Ketonurie führen. Die Proteinurie geht auf eine begleitende Glomerulonephritis zurück, denn chronische Zuckerkrankheit bedeutet immer auch Gefäßkrankheit. Das Hungern der Zellen bewirkt an den Zellen der Blutgefäße, dass diese vorzeitig verschleißen. Es entwickelt sich eine besondere Form der Arteriosklerose und diese sehen wir bevorzugt an den Zellen der Glomeruli. Das sind die Blutgefäße in der Niere, die den Harn filtrieren. Diese Sonderform der Glomerulonephritis nennen wir nach dem Erstbeschreiber Kimmelstiel-Wilson. Und so wie jede Glomerulonephritis führt diese eben zur Proteinurie, zum Verlust von Eiweiß durch den Harn. Deswegen haben wir zusätzlich eine Verfärbung des Diagnosefeldes für Protein. Nun als letztes zu den Veränderungen bei Virushepatitis. Die Virushepatitis ist eine Entzündung der Leber, die durch eine Infektion mit dem Virus entsteht, welches wir als das Hepatitis B-Virus bezeichnen. Kommt es im Verlauf der Virushepatitis zur Leberzellschädigung, so zeigt sich das am Ikterus der Haut, das heißt an der Gelbverfärbung der Haut und einem Anstieg des Urobilinogens und Bilirubins im Urin. Dementsprechend sind die Diagnosefelder für diese beiden Stoffe verfärbt. Wenn es sich um eine sehr
starke Form der Hepatitis handelt. Wir nennen das dann die fulminante Verlaufsform. Diese verläuft oft tödlich, letal, wie wir dazu sagen. Dann ist der Nachweis des erhöhten Bilirubins und Urobilinogens nicht mehr mit Hilfe eines Teststreifens nötig. Dann sehen wir, wie zuvor beschrieben, braunen, schäumenden Urin, der uns vom Aspekt her an Altbier erinnert.